Herzlich willkommen zurück zu Asterix und Obelix. Wir starten jetzt wieder mit Obelix nach Spanien und sind mal wieder in Akt 17 bei den Seeräubern. Ich hoffe, ich schaffe es mit Obelix jetzt. Und vielleicht schaffe ich es ja sogar, alle Sterne diesmal zu sammeln. Wir haben mit Asterix jetzt noch gefehlt. Das wäre jetzt also hier der nächste Schritt. Ich meine, gut, ich weiß jetzt auch, wo wir hier hin müssen. Also ich weiß, wo das Levelende ist. Wir müssen nicht alle Piraten töten, was schon mal durchaus auch ein Vorteil sein kann. So, oh, nein. Oh, ja, natürlich. Reingerannt. Und ich weiß, wo wir uns später noch einen Apfel organisieren können. Das ist auch sehr praktisch. So, hier war ja nichts weiter, genau. Dann holen wir uns hier den Stern. Das sind jetzt schon zwei Sterne, die wir haben. Zwei Sterne. Nochmal runter, nochmal hoch, komm. Ach, ich... Puh, ich muss ihn ja auch gar nicht töten, fällt mir dabei gerade auf. Ach, es ist doch zum... Es ist... Ja, reden wir nicht drüber, was hier gerade passiert ist, was wir gesehen haben. Furchtbar. Das macht mich immer wieder sprachlos, wie man sich denn so anstellen kann. Oh Gott, zum Glück nicht auf die Möwe gesprungen, gefallen, vielmehr. So, jetzt mit... Nein, Obelix mit Anlauf, nicht auf die Leiter. Also schon auf die Leiter, aber auf die andere eben. Okay, hier war das, genau. Kam hier jetzt die Möwe? Jawoll. Wenigstens der bin ich schon mal ausgewichen. Wow. Ach so, jetzt sterbe ich ja hier wahrscheinlich. Das ist ja lustig. Ja, okay, jetzt sterbe ich wahrscheinlich hier erst recht. Ach, nee, ist das doch zum... Es ist doch zum Verzweifeln, oder? Na, oh. Ich dachte, wenn ich jetzt wenigstens erstmal einen platt mache, kriege ich es vielleicht hin. Aber der Versuch war sowieso schon zum Scheitern verurteilt. Ach, furchtbar. Na dann, gib mir mal bitte das Fass, genau. War doch nicht so schwer. Wieso das manchmal so kompliziert ist? Na, erstmal das. Dann das. Ah, okay. Den haben wir. Dann holen wir uns das hier schnell. Komm, 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 komm. Ich muss wirklich ein bisschen versuchen, zügiger zu machen, sonst werden wir am Ende mit der Zeit nicht hinreichen. Das war knapp. Das hat ganz gut geklappt. So. Und Sprung. Oh Gott, das hat geklappt. Möwe. Ja. Nett. Ah, fuck. Naja, wenigstens. Den erstmal weg. Ach, wisst ihr was, den spare ich mir jetzt einfach. Ah, na toll. Kam die Möwe auf einmal. Und da war die Möwe, auf die ich immer gewartet habe. Jetzt kam sie natürlich. Es ist doch nicht euer Ernst.
Ja, versuche ich ihm jetzt mal hier aus dem Weg zu gehen. Aber, es ist schon leider wieder alles sehr bedauerlich. Würde ich hoch? Nein, hoch. Am wenigsten kann ich mir jetzt hier nochmal einen Apfel holen. Aber es ist insgesamt doch sehr traurig. Ich dachte, ich treffe sie vielleicht. Okay. Oh Gott. Wird mir auch von allem einfach umgerannt. Jetzt kann noch so ein Ding geflogen. Keine Chance, ey. Keine Chance. Eigentlich könnte man sich den hier auch fast schon sparen. Der bringt einem keine Punkte. Das Problem ist halt, ich brauche auch für das Level danach wahrscheinlich deutlich mehr Leben. Also, selbst wenn wir es jetzt schaffen sollten, reicht das halt nicht aus, um das zu schaffen, denke ich nicht. Also, das wirkte sehr komplex wieder mal. Das könnte ein bisschen kompliziert werden. Aber irgendwann werden wir das ja auch in einem Rutsch schaffen. Ich meine, bis jetzt hat es ja irgendwann immer geklappt. Möwe. Okay. Und ich frage mich, wo ich wirklich diesen letzten Stern habe. Ich hoffe, der ist da auf der anderen Seite bei dem letzten Piraten. Obwohl ich auch nicht weiß, wie man da hinkommen soll, so genau. Muss ich mal sagen. Aber vielleicht habe ich ja diesmal ein bisschen mehr Zeit, um das rauszufinden. Und Sprung. Jawohl, es hat geklappt. Möwe? Ach. Im letzten Moment habe ich dran gedacht. Und da war es leider schon zu spät. Und dass der jetzt hier schon mit seinem Scheiß wirft, ne? Zu spät. Und hier hoch muss man, weil man hier noch den Stern bekommt. Ach, das ist doch schon wieder zum Verzweifeln. Ach, das lasse ich jetzt. Ich sterbe sowieso gleich. Ach nee. Das war falsch. Und los geht's. Aber den mache ich jetzt noch platt hier. Ein Äpfelchen. Ach komm, nee. Da tötet mich nur wieder die Möwe. Okay, das hat geklappt. Kein Kommentar. Echt. Eins habe ich auch noch, oder? Ja. Also es ist doch nicht zu fassen, oder? Los, wirf. Ach.
Kinder. Oh Gott. Da habe ich jetzt auch gerade gedacht, ich werde von dem Dings getroffen. Die Möwe. Okay. Und bis jetzt geht's ja noch. Mit vergleichsweise viel Leben. Aber es ist halt wirklich so, ich brauche dann weiter oben, brauche ich dann auch echt viel davon. Okay. Wenn man es so macht, dann wird man auch von der Möwe nicht getroffen. Das ist ganz gut. Na, okay, ich dachte, das wäre ein bisschen knapp gewesen vielleicht. So, hier kommt das. Möwe. Diesmal habe ich wieder rechtzeitig dran gedacht. So, dann hau mal dein Fass hier, komm. Okay. Hier die Möwe, ich weiß nicht, wann die kommt und wann die nicht kommt. Ey, das ist auch so ein bisschen. Ich gehe jetzt nicht nochmal hoch. Na. Weg damit. Okay, das sieht doch schon besser aus. Jawohl. Ne, so rum. Hier hoch. Jetzt noch die Münzen einsammeln, wenn man so wieder einmal hier hoch. Da kann man das auch noch schnell erledigen. Na, komm runter. Und zünden wir uns noch den Apfel. Weil das macht durchaus Sinn. Münzen lasse ich jetzt mal da. Schaffe ich jetzt auch nicht mehr. Oh, kommt hier der Sack? Ja. Naja, gut. Nicht so schlimm. Aber. Weil diese scheiß Möwen, ne? Noch ein Stern. Hier ist nichts. Okay, hier drüben ist aber noch ein Stern. Ups, das war zu spät. Was war hier? Ne, da war nichts. Okay. Nützt mir das hier was? Nee, aber da ist wahrscheinlich der Stern. Schmeißt du jetzt hier noch? Ja, oh nein! Das wär's gewesen. Das ist gemein, ist das. Gemein. Aber ich denke mal, das waren jetzt alle Sterne. Jetzt hätte ich auch noch Zeit gehabt. Ich hätte es gerne mal mit Obelix probiert, an das Leben zu kommen. Aber gut. Dann nehmen wir jetzt wieder Asterix. Es ist ein ständiger Wechsel jetzt gerade. Ich meine, das Gute ist, dass wir dadurch ein bisschen mehr von Obelix mal sehen. Palbala. Obelix. Aber. Ja, nichtsdestotrotz ist es ein kleines bisschen frustrierend. Vor allem, weil es eigentlich wirklich nicht so schwer ist, das Level. Ist machbar. Auf jeden Fall machbar. Ich meine, hier kann ich mich auch draufstellen. Ich weiß halt nur nicht, was das für Punkte bringt. Ich weiß nicht, wie ich an das Leben rankommen soll. Mal gucken, vielleicht finden wir das noch raus.
Würde mich schon ein bisschen wurmen, wenn ich es nicht rausfinden würde, muss ich sagen. Okay. Jetzt haben wir hier schon mal die zwei Äpfel, die uns beide nichts gebracht haben, leider. Okay. Schnell. Wenn ich die Seite schneller schaffe. Na, das war doof. Und hier komme ich aber auch nicht dahin, ne? Ich meine, theoretisch kann man das auch alles hier liegen lassen. Weil das ja auch nur Münzen sind. Auf der anderen Seite denke ich mir dann immer so, ja, irgendwie, wenn man Leben braucht, dann muss man auch die Münzen mitnehmen. Nur so. Oh, das war haarscharf an der Möwe vorbei. Weil ohne die Münzen kriegt man auch kein Leben, würde ich eigentlich gerade, glaube ich, gerade noch sagen. Wie auch immer. Na. Ach, die Möwe. Ich habe schon wieder dran gedacht, als ich schon wieder, weil es eigentlich zu spät war. Na, das war nichts. Gut. Der weg. Kommt der jetzt hier nochmal? Ja. Okay. Er sieht schon wieder alles sehr bescheiden aus hier. Ich bin mal gespannt, wo ich hier noch landen werde. Gut, ich krieg jetzt hier nochmal einen Apfel. Aber trotzdem ist es halt irgendwie blöd. Aber das klappt jetzt insgesamt, klappt es ja schon deutlich besser. Ich muss hier nur noch hier unten dran denken, dass die Möwen kommen. Also, wenn ich hier lang laufe, geht's. Das haben wir. Okay, hier kam auch was. Das, den Stern. Hier war nichts. Hier kommt jetzt aber nochmal so ein Pirat, ne? Also der einer, der angerannt kommt. Ich meine, das sind ja irgendwie alles Piraten. Genau, das müssen wir auch machen, weil wir hier den Stern wollen. Oh, halt. Aber ich glaube, hier ist so eine Münze drin, ne? Ja. Komm, runter. Tap, 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 tap. So, hier ist auch nichts weiter. Okay, hier rüber. Lauf, 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 lauf. Spring. Na komm. Ui. Stern. Wupp. Okay. Ich reiche ja hier nichts. Ich keine Ahnung, wie man das machen soll. Vielleicht ist da auch irgendwas drunter, wo man drauf hüpfen kann. Aber ich kann das Level noch nicht gut genug, um das wirklich auszuprobieren, muss ich ehrlich sagen. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt alle Sterne haben. Auf jeden Fall habe ich schon mal zwei Leben dazu bekommen. Das ist schon mal gut. Ja. Damit kommen wir jetzt also in den Bonusbereich. Bonus Akt 17. Oh, sehr gut. So, erstmal hier hochkraxeln. Da kann man gleich direkt weiter. Auch interessant.
Ach, hier komme ich jetzt gar nicht weiter. Okay, nochmal runter bitte. Ist wahrscheinlich auch sowas, was müsste man zu zweit machen. Boah, ist das jetzt euer Scheißernst? Komm ich hier... Ich komme da auch nicht durch, ey. Das ist doch zum Verzweifeln, ist das doch. Komm, 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 komm. Ah. Naja gut, aber wichtiger ist... Leben finden. Okay. Und hoch. Wie hoch geht das denn hier? Ein Apfel? Nee, hier, komm. Sammeln wir das wenigstens. Ach, ich kann die andere Seite dann runter. Aber das Leben haben wir. Komm, 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 komm. Naja gut, es war gar nicht so schlecht. Wir haben das Leben gefunden und ein paar Münzen habe ich auch gesammelt. Aber ich hätte mir natürlich Zeit sparen können, wenn ich gewusst hätte, ich komme dann oben runter. Aber wenn man das zu zweit macht, ist man insgesamt wahrscheinlich ein bisschen schneller. Da klappt das dann auch besser. Die Zeit ist jetzt an der Stelle auch schon wieder um. Deshalb werden wir praktisch in Akt 18 dann erst im nächsten Video starten. Bis dann. Tschüss.